Today's Date ist der 29.3.2020, 0:16. 29th, 3rd, 2020, it's now 9:17 a.m. So, you can see that there's a lot of pus has been collected itself there. So, I have to put lots of water there. And underneath it here, I put another gauze last night because when I went to bed, it started to itch again and I had to scrape again, so I put I shoved another gauze in there. Last night I've been watching a movie, a black and white movie, and it was a Polish movie. It was a nice movie about someone with hopes who lost his hopes. Eventually he got shot accidentally, but I guess I thought about him like his way out of his embarrassment to his mother, because he studied law, but he got kicked out of university because he wasn't good enough, so he kept living on with a lie, and eventually, well, he got shot in a forest of a friend, allegedly. That friend wanted to shoot his leg so he'd be injured or something, I don't know. Maybe he would even blame him. But the bullet went in that wrong direction because he went away afterwards, and then he heard a shot, and then that allegedly going to be lawyer walked back in the forest to look for his allegedly friend from the military, and then he kept on trying there, and then that bullet shot him. So before that happened, you know, and after he told his mother that, and she was in shock and embarrassment, and he went crying away, and he was around maybe 27 or so, good looking young man. I thought for him that he may go now away somewhere and commit suicide, but he didn't. And last night I've been driving, actually my father was driving with me, he was on the steering wheel, and it came to a very close call because he was going so fast in the night. Then we had suddenly to stop, but we couldn't almost brake for the railway crossing. And there was this gate there, you know, railway gates going down. And it was in a very tight area. But the car came to a halt. And around the corner came that train already. But it was a transport train. Those guys, they're about 2 or 3 kilometers long. So when they start braking, it takes maybe 300 yards until the train stops. Yes, and then I thought I was going to die here. We thought maybe. Well, my father's dead already, and me. And then in that dream I kept telling to someone. Well, maybe it's because last night I was getting depressed also. I don't know why. And then also this stuff came again, really intense, scraping off a lot, you know. This is worrying me because who knows what's gonna happen in a week's time. It may be worse. And I think about suicide. Yes, about the same thoughts I keep having. But I don't know if I'm gonna do it. I don't know. So letzte Nacht habe ich halt einen schönen Schwarz-Weiß-Film mir angeschaut. Ja, ein polnischer Film. Über jemanden, der dachte, naja, die Mutter und alle in der Nachbarschaft dachten, so ein kleines Dorf, dass ihr Rechtsanwalt wird, weil er studiert Universität. Er wurde aber rausgeschmissen. Und er lebte mit einer Lüge.
Und dann sagte es seine Mutter, und sie ist fast ohnmächtig geworden. Denn die Schande war groß. Ne? Das ganze Dorf hätten die beide dann fertig gemacht. Und er ist dann weinend auch aus dem Zimmer gegangen. Er ist ungefähr um die 30. Ich dachte, er würde sich umbringen. Denn, ja, seine Mutter war rechtlich, die musste sich hinlegen. Und er ging dann irgendwann einmal in den Wald joggen. Er war voller Zuversicht. Ja, tut wieder trainieren, weil er seine Schuhe gefunden hat zum Fußball. Das ist so ein schwarz-weiß-Film, polnischer Film. Und dann fand er auf einmal seinen Freund dort, allegedly, seinen angeblichen Freund, der ihm eigentlich seine Zukunft auch schon vermasselt hatte, im Training, haben die Fußball getrennt. Ja, der, wo im Wald da war, der hat sich dort zurückgezogen mit einer Kalaschnikow, hat ihm, den angeblichen Rechtsanwalt, der keiner wurde, die Zukunft versaut, denn er hat halt sehr gut gespielt auf dem Feld und jemand von außerhalb von unserem Club haben ihn gesehen und die wollten ihm, nicht dem anderen. Und die hatten einen Termin für ihn, aber der andere hat ihn dann so gekickt ins Knie, dass er das nicht folgen konnte. So. Und eventuell, Demiri Kalaschnikow wollte sich dann selbst ins Knie schießen, wohin der andere schon gegangen ist. Der hat den Schuss gehört, dieser angebliche Rechtsanwalt, ist dann zurückgekehrt. Und der nächste Schuss, den er wieder verfehlt hatte, hat dieses Mal ihn getroffen, ins Herz. Und er war tot. Und dann hatte ich auch in Traum so eine nahe Begegnung, das ist egal. So war halt mein Traum auch, dass ich halt mit meinem Vater, der auch schon tot ist. Ah, das ist gar nicht gut aus, was man da wächst. Was ist das, Herpes oder sonst was? Keine Ahnung. Habe ich gestern ausgedrückt. Ja, dann kam es halt zu einer nahen Begegnung mit dem Zug. Aber wir sind nicht gestorben. Weil ich halt auch ein bisschen depressiv bin. Und nach dieser Aktion gestern, wo dem raus, auch wenn ich nicht viel rausgeschabt habe, also das ist wirklich, diese Stellen habe ich richtig gespürt, dass die richtig trocken sind. Und jetzt muss ich das Zeug einweichen, damit ich die Dinger loswerden kann. Ja, sieht aus wie ein Smiley, huh? Looks like a smiley. Not a very happy smiley. So, meine Gedanken sind gestern auch mal wieder so in Richtung Selbstmord gegangen, wenn ich das gemacht habe danach. Denn wer weiß, wie es in einer Woche sein wird, wenn das schon heute, letzte Nacht wieder schlimm war, also noch schlimmer als vor einigen Tagen, Nächten. Ne? Also ich habe richtig gespürt, wie diese Stellen richtig so schleifpapiermäßig sind, die Haut. Aber es gibt ja noch eine Haut darunter, also ich muss die Oberhaut, diese trockene, runterreißen irgendwann einmal. Und damals habe ich ja auch mal diesen Menschen gesprochen, wo ich in die Klinikum wollte, in ein anderes. Dieser Kardiologe ist gekommen, der meinte, wie wagen Sie es, einfach hier ins Krankenhaus zu kommen? Da war noch nicht die Corona los, ne? Die haben bloß das geändert, dass niemand mehr ins Krankenhaus geht, sondern in die zur KVB stattdessen. Ich wollte nur Hilfe haben, dass sie mir das helfen mit irgendwas, weiß ich nicht. Das hat ihm nicht interessiert. Und wie ich schon sagte, es wäre gut, wenn wir eine Sammelklage machen würden. All diejenigen, nicht wahr, die unter Morgians leiden, so wie ich, da gibt es mehrere hunderttausend wahrscheinlich schon, einen richtigen guten oder einigen guten Rechtsanwälte, und wir müssten alle Dermatologen verklagen. Ja, alle Ärzte, die uns nur verarscht haben. Ja? Alle Psychiater, die uns verarscht haben, uns lächerlich über uns gemacht haben. Wir haben ja genügend Beweise. Wir brauchen nur einen gescheiten Rechtsanwalt. Am besten so einen Star-Sterne-Rechtsanwalt in Amerika. Und die müssen richtig saftig verklagt werden. Auf den letzten Cent, den sie haben. Weil die taugen nichts, diese Ärzte. Die einen abwimmeln, obwohl man hier leidet. Ne? Okay, ich werde mir jetzt das Zeug nass machen und dann machen wir weiter. Ich will das eigentlich nicht mehr machen. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nur Tag und Nacht nur noch schlafen. Ich will gar nicht mehr aus dem Bett raus.
you know, I don't want to do this anymore. I don't want to do this anymore. Cleaning up every day like that. I just want to sleep all day long. Don't go outside anymore. I'm so sick and tired of this.